Hallo, liebe Deutschlernende. Dies ist eine Mauer. Und jemand, der Mauern baut, ist ein Maurer. Und heute erzähle ich euch die Geschichte der drei Maurer. Es waren einmal drei Maurer. Jeder von ihnen wurde gefragt, was sie taten. Der erste Mann antwortete mürrisch: Ich lege Ziegelsteine aufeinander. Ja, ich lege Ziegelsteine aufeinander. Dies ist ein Ziegelstein. Ja? Jeder Block hier, das ist ein Ziegelstein. Ja? Das ist ein Ziegelstein. Ja? Und der erste Maurer sagt: Ich lege Ziegelsteine aufeinander. Der zweite Mann antwortete: Ich baue eine Mauer. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Ja, der eine sagt, ich lege Ziegelsteine aufeinander. Und der andere sagt, ich baue eine Mauer. Ja, er hat schon das Ziel vor Augen, er hat schon eine Vision von dem, was es werden soll. Ja, eine Mauer. Aber der Dritte hat noch eine viel bessere Vision. Der dritte Mann sagt enthusiastisch und mit Stolz: Ich baue eine Kathedrale. Und dadurch, dass ich eine Kathedrale baue, helfe ich den Menschen näher zu Gott zu kommen. Ja? Man kann die Geschichte auch anders erzählen. Ja? Hier ist ein Krankenhaus. Ja, die Maurer können zum Beispiel auch ein Krankenhaus bauen. Und dann können sie sagen, ich baue ein Krankenhaus, damit die Leute gesund werden und gesund bleiben. Ja. Und diese Geschichte offenbart zwei sehr wichtige Erfolgsgeheimnisse. Einmal, dass die innere Einstellung wichtig ist. Ja, die Attitüde, die innere Einstellung ist sehr wichtig. Die innere Einstellung bestimmt den Erfolg. Und Enthusiasmus und Stolz zeigt sich in der Arbeit, wenn man eine gute innere Einstellung hat. Ja, wenn man die Vision vor Augen hat. Ja, wenn man die Vision vor Augen hat, dann hat man auch Stolz und Enthusiasmus, weil man weiß, worauf man hinarbeitet. Und die innere Einstellung, die du zu deiner Arbeit hast, die innere Einstellung, die du zu deiner Arbeit hast, ist einer der wichtigsten Dinge, die du kontrollierst. Ja, du hast die Wahl, mit welcher Einstellung du an eine Sache herangehen möchtest. Ja? Und die Wahl, die du triffst, wird deinen Erfolg bestimmen. Ja? Und die zweite Lektion aus dieser Geschichte ist, dass das Endergebnis sehen zu können, anstatt nur die Aufgabe, ja, wenn du das Endergebnis siehst, anstatt nur die Aufgabe, dann konzentrierst du damit deine Energie auf ein Ziel und wirst motiviert. Manchmal konzentrieren wir uns nur auf die unmittelbare Aufgabe, ja, wie der erste Maurer. Ja, der erste Maurer sagte, ich lege Ziegelsteine aufeinander. Ja. Das ist die unmittelbare Aufgabe. Aber der dritte sieht das große Ziel am Ende. Und wenn wir unseren Fokus auf das Gesamtbild oder das Endergebnis ändern, motiviert es uns, weiterzumachen. Es inspiriert Lösungen für Herausforderungen. Und um es zusammenzufassen, das ist immer das Problem in Thailand. So viele Hunde!
Um es zusammenzufassen, wenn du Herausforderungen gegenüberstehst, wenn du entmutigt bist, wenn du das Gefühl hast, dass du nie Erfolg haben wirst, erinnere dich an die Geschichte der drei Maurer und schau dir deine Einstellung an und visualisiere dein Endergebnis. Okay? Das ist eine sehr tolle und sehr inspirierende Geschichte, denke ich. Erinnere dich immer an die Geschichte, wenn du dich unmotiviert fühlst oder auch wenn du dich motiviert fühlst. Ja? Man sollte sich immer daran erinnern und das Endergebnis vor Augen behalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.